Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von IATA Germany. Mein Name ist Mariam Koblaschwili und ich bedanke mich, dass Sie bei unserer Podiumsdiskussion dabei sind. Ein massiver russischer Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze sorgt seit Wochen für Spannungen in Europa. Ein Zeichen für einen erhofften Truppenabzug gibt es leider nicht. Im Gegenteil, Russlands Präsident Putin hat gestern Abend die Unabhängigkeit der separatistischen Gebiete Donetsk und Luhansk anerkannt. Die Entsendung von Truppen in die Gebiete hat er ebenfalls angeordnet. Dieses Szenario ist nicht überraschend für das kleine Georgien im Südkaukasus. Russland hat bereits im 2008 zwei abtrünnige Regionen Georgiens, Abchasien und Südossetien, als unabhängige Staaten anerkannt und einen Krieg gegen Georgien geführt. Ob es einen Krieg im Falle der Ukraine geben wird, ist momentan noch nicht 100% klar, erwartet wird es vom Westen jedoch. Präsident Putin hat klare Anforderungen an die NATO. Die Allianz muss auf die Osterweiterung verzichten. Putin sieht sein Land von der NATO bedroht und weist darauf hin, dass die Ukraine ein untrennbarer Teil der russischen Geschichte sei. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute reden wir über den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und dadurch entstandene Gefahr für die europäische Sicherheitsarchitektur. Um über dieses spannende Thema zu diskutieren, haben wir Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Politik eingeladen. Ich darf Ihnen unsere Gäste, Herrn Stefan Scheller, Herrn Sebastian Hoppe und Frau Kerstin Viereggen vorstellen. Sebastian Hoppe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin sowie Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er studierte in Leipzig und Moskau. Herr Hoppe promoviert zurzeit zum Thema politische Ökonomie im russischen Fernen Osten. Herr Hoppe, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Nun möchte ich unser zweiter Gast, Herr Stefan Scheller, vorstellen. Herr Scheller ist Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Programm Sicherheit und Verteidigung. Als Reserveoffizier war er unter anderem im Leitungsstab des Bundesministeriums der Verteidigung und an der Führungsakademie der Bundeswehr tätig. Herr Scheller, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Herzlich möchte ich auch Frau Kerstin Viereggen begrüßen. Frau Viereggen ist eine deutsche Politikerin der CDU und Betriebswirtin aus dem Kreis Lippe. Seit 2017 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages. Frau Viereggen ist Obfrau des Verteidigungsausschusses für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Viereggen, herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den zweiten Teil unserer Diskussion öffnen wir für Sie. Das heißt, schreiben Sie uns bitte Ihre Fragen. Beteiligen Sie sich. Wir werden sehr gerne auf Ihre Fragen eingehen. Nun starte ich mit der ersten Frage, die ich Ihnen, Herr Scheller, stellen möchte. Die Gewalt in der Ostukraine nimmt derweil weiter zu. Die Zahl der militärischen Zwischenfälle steigt. Die russischen Truppen sind in die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine versendet worden. Herr Scheller,
Wie wahrscheinlich halten Sie einen russischen Angriff auf die Ukraine? Und da Russland seit eigenen Angaben keinen Krieg plant, was war und was ist nun dann die Absicht von Präsident Putin an der Grenze zur Ukraine? Ja, vielen Dank. Erstmal guten Abend in die Runde. Ich glaube, wenn wir die Antwort auf diese Frage wüssten, dann wären wir schon ein gehöriges Stück weiter. Aber wir haben auch ein paar, also wir haben Befunde und wir haben gewisse Unwissenheiten, würde ich sagen. Also es ist so, jetzt kommt es darauf an, wie man Angriff definiert. Ich bin davon überzeugt, dass die Anerkennung der Separatistengebiete schon ein Zeichen hin ist, dass zumindest diese Gebiete potenziell und die Gefahr recht hoch ist, dass sie dann eben von Russland einverleibt werden. Ferner ist es allerdings so, wir haben eben auch Unkonstanten. Wir wissen nicht wirklich final Bescheid über gewissermaßen die taktische Hierarchie der Vorstellungen von Putin. Also wir wissen nicht final, was in seinem Kopf vorgeht, wie sich seine Position auch im Laufe der Dekaden verändert hat. Das können wir nur ahnen. Und ich glaube, welcher Befund aber doch relativ klar ist, ist, dass, das hat er auch mehrfach geäußert, dass das Ende der Sowjetunion doch eben der Super-GAU des 20. Jahrhunderts für ihn dargestellt hat und dass daraus folgend er definitiv revisionistische politische Tendenzen ableitet und die europäische Sicherheitsordnung zu verändern gewünscht ist. So, und dafür natürlich jetzt auch, das sieht man ja, militärische Mittel im Endeffekt für legitim erachtet. So, das ist der Befund, glaube ich, den wir ganz klar konstatieren können. Und daraus ableitend lassen sich dann sicherlich jetzt in der künftigen Zeit verschiedene militärische Handlungsoptionen werden wir dann auch betrachten. Und das ist aber relativ spekulativ. Ich glaube jetzt persönlich nicht daran, dass die gesamte Ukraine besetzt würde, weil so ein Besatzungsregime hätte ja auch erhebliche Kosten. Also die ukrainische Gesellschaft ist ja gewillt, sich auch zu verteidigen. Dann müsste man das alles durchspielen, Partisanenkrieg etc. etc. Unsere Möglichkeit ist natürlich, dass man in Kiew eine russlandfreundliche Regierung installiert oder von Belarus und Russland aus nach und nach Geländegewinne erzielen würde, mit denen man dann natürlich auch die ukrainische Gesellschaft ein Stück weit unter Druck setzt, mit erheblichen natürlich zivilen und militärischen Opfern und gewissermaßen mit militärischem Geländegewinn diplomatische Erfolge dann auch erzwingt. Und das scheint mir der gangbarste Weg zu sein, wenn ich versuche, mich in den Kopf von Putin reinzudenken. Vielen Dank, Herr Schiller. Herr Hoppe, Herr Schiller hat es schon mal angedeutet, den Zerfall der Sowjetunion definierte Wladimir Putin als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Wie würden Sie die außenpolitischen Ziele des modernen Russlands definieren? Unter anderem in Bezug auf die ehemaligen Sowjetländer wie der Ukraine und Georgiens, die Regimewechsel und die sogenannten farbigen Revolutionen erlebten. Ja, vielen Dank und auch von mir Grüße in die Runde. Ja, ich denke also, bevor ich sozusagen auf Ihre Frage antworte, nochmal zu dem Zitat. Ein anderes Zitat ist vielleicht auch interessant, wo also... Oder besser, wie das Zitat weitergeht, ja, also dass der Untergang der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe ist. Und dann gibt es ein anderes, wo er sagt, wer das nicht mit Traurigkeit sieht, der hat kein Herz. Wer aber die Sowjetunion zurück will, der hat keinen Verstand.
Und deswegen denke ich, es geht hier nicht darum, sozusagen sowjetische Erde oder wenn man noch weiter zurückgeht, sogar zaristische Erde wieder einzusammeln. Ich glaube, sowas schießt übers Ziel hinaus. Aber was feststeht und was man sieht, wenn man schaut, wie Russland mit den Ländern umgegangen ist, die Sie angesprochen haben, also vor allem Ukraine und Georgien, dann steht über allem das große außenpolitische Ziel, dass man mindestens eine Vetomacht, wenn nicht sogar eine Verfügungsmacht über die außenpolitische Orientierung dieser postsowjetischen Staaten hat. Nicht über alle, wie wir wissen, sind einige relativ früh in die NATO und in die EU gekommen, was im Nachhinein sehr gute Entscheidungen für diese Länder waren. Für die aber nicht drin sind, besteht sozusagen der Anspruch, dass man Verfügungsmacht hat über die Bündnisse, die gewählt werden und letztendlich auch über die politische Ausrichtung. Und ich würde hier aber, was die außenpolitischen Ziele angeht, würde ich sozusagen eine wichtige Unterscheidung machen wollen. Das eine ist das, was man als legitime außenpolitische Interessen Russlands bezeichnen kann. Und das andere ist das, was wir mittlerweile sehen, was die Interessen und Vorstellungen einer kleinen Elite um Wladimir Putin selbst ist, beziehungsweise wenn man sich das Video gestern anschaut vom Sicherheitsrat, dann möglicherweise auch nur seine eigenen Vorstellungen allein, ohne die Elite ringsherum, denn das sieht zunehmend nach Isolation aus. Warum mir das wichtig ist, ist, weil damit eine andere Unterscheidung einhergeht. Wir haben sozusagen strategische Ziele. Auf die strategischen Ziele kann man auch antworten als Westen, die kann man ernst nehmen. Da geht es darum, dass bestimmte Sicherheitsinteressen gewährleistet sind, dass bestimmte Rüstungsabsprachen gemacht werden, dass bestimmte Stationierungen besprochen werden auf beiden Seiten. Das kann man rational verhandeln. Was man nicht rational verhandeln kann, ist sozusagen die ideologische, die auch sogar generationelle Dimension, ja, wenn man anguckt, wo Putin sozusagen herkommt von seinem Denken. Und diese zweite Dimension, die hat immer mehr an Bedeutung gewonnen und die Ereignisse der letzten Wochen und vor allem der letzten Tage geben uns doch Anlass dazu, diese ideologische Obsession Putins mit der Ukraine immer mehr in den Vordergrund rückt. Und das macht es, glaube ich, so schwer gerade, auch diplomatisch voranzukommen. Und lassen Sie mich noch kurz ein, zwei Sätze sagen zu dieser ideologischen Dimension. Also es ist tatsächlich so, dass sich mittlerweile immer mehr ein Muster ergibt. Und wir sollten nicht vergessen, dass bereits 2014 die Annexion der Krim und dann auch die Unterstützung der Separatisten im Donbass, dass der Ausgangspunkt war oder das Ziel Putins war vor dem Maidan, dass die Ukraine ein besonderer Bestandteil der Eurasischen Wirtschaftsunion wird. Das war das Ziel. Das wurde dann durchkreuzt 2014. Daraufhin folgte die Annexion. Mittlerweile, in den letzten Jahren, haben wir immer mehr Artikel, Reden, Statements von Putin, die also diese besondere nationale Einheit des ukrainischen und des russischen Volkes betonen. Wir haben also immer mehr Elemente, die man sozusagen nicht mehr strategisch unter nationalen Interessen oder irgendwas fassen kann, sondern die ganz stark aufgeladen sind mit so einer Meistererzählung über die Einheit des russischen Volkes. Und wenn man sich gestern, deswegen denke ich auch, dass gestern historisch war in gewisser Weise, wenn man sich gestern diese Rede anschaut und auch die Sicherheitsratssitzung in Russland, dann habe ich das Gefühl, dass sozusagen der Modus vollkommen auf diese ideologische Schiene gestellt wurde. Und das macht es, glaube ich, derzeit so schwer zu verhandeln und das Schlimmste zu verhindern. Soweit vielleicht erstmal meine Einschätzung. Vielen Dank, Herr Hoppe. Frau Fiege, die Erwartungen an Deutschland in der Ukraine-Krise sind groß. Sind die Handlungen der Bundesregierung aus Ihrer Sicht zufriedenstellend?
Und welche Rolle sollte Deutschland in dieser Krise spielen? Wie wir raushören, die Ukrainerinnen und Ukrainer würden sich stärkere Unterstützung von Deutschland wünschen. Also meiner Meinung nach waren die bisherigen Handlungen der Bundesregierung nicht zufriedenstellend. Während die Regierung stets bemüht war, Deutschland als verlässlichen Verbündeten darzustellen, war aber der Eindruck bei unseren Verbündeten eben ein ganz anderer. Bei unseren Partnern in der NATO ist der deutsche Sonderweg mal wieder auf Unverständnis gestoßen und hat auch Zweifel aufkommen lassen zu einer Zeit, in der eigentlich die Bündnissolidarität und gemeinsames Handeln gefragt gewesen wären. Während die Entscheidung, keine Defensivwaffen an die Ukraine zu liefern, zu einem gewissen Maß verständlich war, fanden wir natürlich die Selbstbeweihräucherung, ich sage jetzt einfach mal der Ampelregierung, nach der Bekanntgabe der Entscheidung zur Lieferung eines Feldlazarettes und der 5000 Helme mehr als befremdlich. Sicherlich, Feldlazarette und persönliche Schutzausrüstung sind wichtig. Aber es hätte eben auch andere Systeme gegeben, wie zum Beispiel die RRM-Alarmsysteme, die den Schutz der ukrainischen Soldaten erhöht hätten und ebenfalls rein defensiver Natur sind. Darüber hinaus möchte ich noch mal anmerken, dass diese 5000 Helme Stand heute immer noch nicht in der Ukraine angekommen sind. Also unseres Erachtens wäre da ein echtes Signal der Verbundenheit ein anderes gewesen. Das hätte man stärker darstellen können. Und viel verheerender als das Ausbleiben von nennenswerter Materialunterstützung für die ukrainischen Streitkräfte empfand ich ebenfalls die Entscheidung der Bundesregierung, Estland die notwendige Zustimmung für die Lieferung von alten Haubitzen aus der DDR an die Ukraine zu verweigern. Es ist also nicht nur, dass Deutschland seine eigene Hilfe für die Ukraine auf ein Minimum reduziert hat, sondern aktiv anderen Staaten die Möglichkeit, der Ukraine Material zu helfen, verbaut hat. Perplex war ebenfalls auch die Wahl der Flugrouten der britischen Militärtransportmaschinen, welche Panzerabwehrsysteme in die Ukraine gebracht haben. Diese Flüge haben ganz bewusst den deutschen Luftraum vermieden, da die Briten nicht einmal einen Genehmigungsantrag gestellt hatten, wahrscheinlich weil sie wussten, dass dieser wieder abgelehnt worden würde. Also das Handeln oder eben auch Nichthandeln der Bundesregierung im Laufe dieser Krise hat in vielerlei Hinsicht einen, ich will mal sagen, bitteren Nachgeschmack. In solch schwierigen Zeiten gibt es, wie vom ehemaligen US-General Ben Hodges ausgeführt, für ein Land, also ein NATO-Land, drei distinkte Handlungsoptionen. Das ist führen, folgen oder aus dem Weg gehen. Unsere Regierung hat leider gezeigt, dass sie sich für gar keinen dieser Kurse entschieden hat. Dennoch muss man sagen, die Bundesregierung hat sich gemeinsam mit Frankreich im Rahmen des Normandie-Formates immer wieder als Mittler zwischen der Ukraine und Russland angeboten. Und immerhin hat sie auch Ende Januar ein erstes Treffen eben in diesem Normandie-Format, welches seit länger als 2 Jahren nicht mehr stattgefunden hat, errungen konnten. Endlich hat man mal wieder miteinander geredet. Aber angesichts der gestrigen, heutigen Entwicklung, der Anerkennung der sogenannten Volksrepublik durch Russland, die Unterzeichnung des Vertrages über Freundschaft und Beistand sowie die Entsendung von Friedentruppen in diese Gebiete, wird diese Vermittlerrolle anders ausgelegt werden müssen. Weil es ist ja insofern kaum was errungen worden. Also nach wie vor selbstverständlich setzen auch wir auf Diplomatie und auch auf Gesprächsbereitschaft. Aber man muss sagen, das Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt ist doch eher wirklich sehr ernüchternd. Vielen Dank, Frau Viereggen. Herr Schiller. Frau Viereggen hat Waffenlieferung angesprochen, beziehungsweise Helmenlieferung. Mit Blick auf westliche Waffenlieferungen sagte auch der ukrainische Präsident Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass dieser keine Spenden seien. Sie seien vielmehr ein Beitrag für die europäische und internationale Sicherheit. Wie stehen Sie zum Thema Waffenlieferung an die Ukraine? Bisher gibt es keine einheitliche Position in Europa und einige Länder möchten der Ukraine keine Waffen liefern.
Was sagen Sie dazu? Also zum Thema der Waffenlieferung kann man, glaube ich, sehr begründet unterschiedlicher Meinung sein. Und ich sage mal, dem innerdeutschen Diskurs steht es gut, wenn es da auch eine eigene, gewissermaßen eine eigene Dynamik historisch begründet hat. So, das ist mal vielleicht Punkt 1. Komme ich vielleicht gleich noch ein bisschen anders oder besser drauf. Fakt ist allerdings, wenn man sich gegen Waffenlieferungen entscheidet, dann sollte man das gut begründen und vorher transatlantisch abstimmen und nicht gewissermaßen wie am Anfang der Krise erkenntlich die Bundesregierung doch herumlavierend auch immer wieder öffentlich das im Endeffekt das eigene Bündnis ein bisschen unterminieren durch Äußerungen, die nicht wirklich auf europäischer Linie waren. So, das ist vielleicht das eine. Wenn man jetzt gegen Waffenlieferungen ist, dann glaube ich, sind da oft zwei deutsche Narrative, die einfach nicht so ganz zutreffend sind. Das ist das erste, dass wir so eine Art Arbeitsteilung hätten mit unseren transatlantischen europäischen Partnern. Nach dem Motto, die anderen liefern Waffen und wir reden vor allen Dingen, wir halten diplomatischen Kanäle offen etc. Aber wenn man jetzt die Diplomatie der letzten Wochen betrachtet, dann ist es nicht Deutschland, das da die größte Rolle gespielt hat, wenngleich das Auftreten der Außenministerin, des Kanzlers da wirklich schon sehr gewinnbringend waren. Aber nun mal, Bundeskanzler Scholz ist nicht Bundeskanzlerin Merkel mit derartigen auch gewachsenen Beziehungen zu Putin, damit auch einen derartigen Einfluss auf ihn. Macron hat sich da ganz anders nach vorne gespielt. Das heißt, ich glaube, man muss es dann, wenn man es nicht macht, auch gewissermaßen mit durchgestrecktem Rücken auch gut begründen. Das ist der erste Punkt. Die zweite Begründung, das zweite Narrativ, das ich immer wieder höre, das mir nicht ganz glaubwürdig erscheint, ist, dass es gegen deutsche Ausfuhrbestimmungen im Endeffekt steht. Ich meine, das ist auch änderbar erstens. Und zweitens ist es so, dass wir selber diese Bestimmungen ja auch, ich sag mal, unterschiedlich angewandt haben im Laufe der Geschichte. Ja, wir haben auch die Peschmerga unterstützt. Also das ist jetzt natürlich kein direkt vergleichbares Szenario, aber Fakt ist, diese Argumentationslinie, die ist da nicht ganz glaubwürdig. Ansonsten, da bin ich, denke ich, relativ ähnlich von der Position bei Frau Vierecke, wenn wir nicht unterstützen, dann sollten wir zumindest wirklich unsere Partner ihre Entscheidungen treffen lassen, zum Beispiel was den Export von alten DDR-Beständen dann beträfe. Das ist ja durch die Presse gegangen. Und wir sollten uns auch unabhängig davon vielleicht dann auf das Schlimmste vorbereiten, auf unsere Gesellschaft, weil wenn wirklich ein groß angelegter Angriff kommen sollte, dann wird die ganze Debatte der Logistik vielleicht auch potenziell nochmal eine Rolle spielen. Sanitätsunterstützung, das kann ja alles auf uns zukommen. Und darauf sollte man vorbereitet sein. Ansonsten, um das vielleicht so ein bisschen abzuschließen, halte ich es auch wirklich für eine durchaus begründete Position zu sagen, wenn wir jetzt Waffen senden würden, mal abgesehen davon, dass das gar nicht so schnell geht. Deutschland hat da gar nicht so die großen Kapazitäten, wie man gemerkt hat. Wenn wir das tun würden, dann wäre das doch eher Symbolpolitik. Also ob das den Kosten eines russischen Angriffs wirklich fundamental nach oben treiben würde, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Eine klar gefestigte Position, was tatsächlich starke Wirtschaftssanktionen betrifft, also auch im europäischen Konsens, dass Deutschland da auch erstens mit den anderen steht und zweitens auch Österreich und Italien, die dann ja mit Deutschland gewissermaßen das irgendwie abfedern wollen und nicht ganz so starke Sanktionen wollen, wie mir scheint, die mitzieht in den europäischen Konsens der anderen Staaten und auch in den transatlantisch abgestimmten Konsens. Das wäre dann tatsächlich ein Beitrag, bei dem man dann sagen könnte, okay, wir tun eine Art Lastenteilung und wir erhöhen das Preisschild für ein weiteres aggressives Vorgehen der Russen doch fundamental. Herr Scheller, vielen Dank. Das Thema Sanktionen, Herr Hoppe, ich hätte
die nächste Frage für Sie. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmal erinnern, dass Sie die Möglichkeit haben, uns die Fragen zu stellen. Unseren Referentinnen und Referenten schreiben uns gerne unter Q&A-Funktion. So, Herr Hoppe. Nach der Anerkennung von Donetsk und Luhansk seitens Russland verkündeten die USA und EU Sanktionen. Bundeskanzler Scholz stoppt Zertifizierung von Nord Stream 2. Sollte Präsident Putin seine Armee in die Ukraine einmarschieren lassen, in die von Regierung kontrollierten Gebiete, sagen wir mal, werde es laut des Westens so harte Sanktionen für Russland geben wie nie zuvor. Herr Hoppe, es wurden bereits nach der Krim-Annexion 2014 Sanktionen gegen Russland verhängt. Was würden Sie sagen, was haben die bisherigen Sanktionen bewirkt und was würden die neuen Sanktionen für die russische Wirtschaft und für den russischen Staat bedeuten? Ja, ich fange mal mit den 2014er Sanktionen an und würde dann was sagen, zum einen, was möglich ist sanktionsmäßig und was das möglicherweise für Auswirkungen hätte auf Russland, aber auch auf uns letztendlich. Also bei den Sanktionen, die Schwierigkeit, sozusagen eine Aussage über die Sanktionen 2014 zu treffen, ist, dass wir 2014 nicht nur Sanktionen hatten, sondern wir hatten auch einen Ölpreisverfall. Das heißt, es ist sehr schwer zu sagen, ob die Entwicklung nach 2014 auf unsere Sanktionen oder auf den Ölpreisverfall zurückgehen. Aber fest steht, und ich glaube, das kann man doch schon sagen, dass die koordinierten Sanktionen oder beziehungsweise der Umstand, dass die überhaupt so gut koordiniert waren, schon dazu beigetragen hat, dass Russland bestimmte Kampfhandlungen, wenn nicht eingestellt, so doch zumindest vorerst gestoppt und auf einem bestimmten Level gelassen hat. Also wir erinnern uns, 2014, aber auch 2015 ging es darum, dass schon mal, also Teile der Ostukraine, dass da russische Militäreinheiten standen, beziehungsweise Separatisten, die von Russland unterstützt wurden. Und die Sanktionen haben neben ganz vielen anderen Mitteln schon dazu beigetragen, dass das vorerst gestoppt werden konnte. Was damals sanktioniert wurde, waren vor allem Individuen, russische Eliten. Es ging aber auch darum, die Zusammenarbeit mit bestimmten russischen Firmen und in bestimmten Sektoren zu erschweren. Und es gibt da verschiedene Berechnungen, die alle davon ausgehen, dass das schon Schäden in der russischen Wirtschaft verursacht hat. Die interessante Frage ist hier eigentlich nicht so sehr, ob es Schaden gibt, sondern ob der Schaden sich überträgt in politische Wahrnehmung und politische Handlungen der russischen Elite. Und da würde ich ein Fragezeichen machen. Das können wir also unmöglich nachweisen und wir wissen nicht, ob sich das Denken tatsächlich verändert hat. Was man aber sagen kann, ist, auch jetzt auf Basis teilweise meiner eigenen Forschung sozusagen, wenn man sich Energieprojekte anguckt, LNG, da geht es um Flüssiggasherstellung und sowas, wo Russland auch sehr stark auf westliche Technologie angewiesen ist, kann man sagen, dass das schon zu Verzögerungen geführt hat. Teilweise konnte Russland das dann umgehen, mithilfe anderer Partner, unter anderem auch China und so. Aber einige Projekte wurden auf Eis gelegt. Und jetzt hört man auch immer wieder, dass bestimmte Projekte, die ausgebaut werden sollen und mit russischer oder chinesischer Technologie gemacht wurden, dass es da doch besser wäre, auf westliche Technologie zu setzen, was auch sowas wäre, was nicht passieren würde, wenn wir jetzt neue Sanktionen hätten, beziehungsweise die alten aufrechterhalten wären. Das heißt, man kann schon sagen, die Sanktionen haben was gebracht. Was man, vielleicht noch einen Satz dazu, was man nicht vergessen sollte, sind auch die Gegensanktionen, die Russland erlassen hat.
Vor allem das Verbot von Lebensmitteleinfuhren aus der EU, den USA, Kanada und noch eine Reihe anderer Länder, was tatsächlich dazu geführt hat, dass zwar die Agrarindustrie in Russland enorm wächst und einen positiven Trend verbucht, dass aber natürlich auch erstmal die Lebensmittelpreise für Russinnen und Russen gestiegen sind. Ja? Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Und da kann man aber sagen, dass eher die Gegensanktionen was Positives bewirkt haben. Also was wirtschaftlich Positives für Russland sozusagen. Zu den Sanktionsmöglichkeiten jetzt. Also es ist in der Tat so, dass bis jetzt hauptsächlich Individuen sanktioniert wurden und bestimmte Technologien und bestimmte Sektoren. Was jetzt manchmal diskutiert wird in den USA, das firmiert dann manchmal unter Begriffen wie die Mutter aller Sanktionen. Und die Mutter aller Sanktionen wäre sozusagen der Ausschluss, das wäre das härteste meiner Meinung nach, der Ausschluss Russlands aus dem also SWIFT-Abkommen. Das bin ich mir nicht sicher, dass das kommen wird. Ich glaube, die Konsequenzen fürchten auch die USA und andere Partner. Deswegen wird das nicht passieren. Aber was man natürlich machen könnte, man könnte Dinge sanktionieren, von denen Russland im Moment annimmt, dass sie eigentlich schützen. Das heißt, alle reden ja davon, dass Russland sehr hohe Währungsreserven hat. Das heißt, wenn wir sie oder wenn die USA oder irgendjemand Russland abschneidet vom internationalen Zahlungsverkehr, ist das russische Argument, könnten die ja durchhalten, weil sie so hohe Währungsreserven haben. Wir könnten aber die Währungsreserven selbst zum Sanktionsziel machen. Das wird in der Debatte immer ein bisschen ausgeblendet, weil Russland verfügt gar nicht über die vollen Währungsreserven. Ein Teil befindet sich sozusagen in ausländischer Jurisdiktion und man könnte da sanktionieren. Das Problem, was ich hier wieder sehe, man könnte jetzt noch eine andere, also viel mehr aufzählen. Ja, heute wurden, glaube ich, von der EU auch alle Duma-Abgeordneten sanktioniert, was schon beachtlich ist, weil ich glaube nicht, dass alle Duma-Abgeordneten insgeheim diesen Kurs mittragen. Also das tut schon enorm weh. Das Problem ist auch hier die Frage, übertragen sich die Sanktionen auf die Entscheidungselite? Und das weiß ich nicht. Meine Vermutung wäre derzeit, dass Putin in der Ukraine mittlerweile auf einem Kurs ist, bei dem wir mit Sanktionen also keinen kompletten Kurswechsel erwirken können. Was ich aber begrüße tatsächlich, ist, dass heute Nord Stream 2, also dass die Zertifizierung von Nord Stream 2 gestoppt wurde. Ich denke, das war ein überfälliger Schritt. Es ist gut, dass man den jetzt getroffen hat. Man hätte ihn allerdings auch eher treffen können, beziehungsweise eher auf den Tisch legen können. Abgesehen, es gibt da noch so ein paar abgestufte Sachen. Man könnte sozusagen bestimmte Firmen in Russland ausschließen von internationalen Transaktionen. Man könnte auch Immobilien russischer Oligarchen beschlagnahmen, Konten blocken. Da ist vor allem Großbritannien heute sehr aktiv geworden. Und was wir zumindest sehen, ist, dass Oligarchen ihre Yachten aus Angst aus europäischen Häfen rausfahren. Das heißt, da besteht zumindest eine gewisse Angst. Aber auch hier erneut die Frage, überträgt sich das sozusagen auf diesen kleinen Zirkel um Putin rum und auf Putin selbst? Und da muss man ein Fragezeichen machen. Das wissen wir einfach nicht. Herr Hoppe, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Frau Vierhecke. Die Verteidigungsministerin Deutschlands fordert rote Linien in Verhandlungen mit Putin. Was würden Sie sagen? Worüber kann man mit Russland verhandeln, um die Situation zu deeskalieren? Und was sind hierbei Europas bzw. Deutschlands
rote Linien? Ja, also im Endeffekt lässt sich, glaube ich, festhalten, dass die rote Linie gestern halt schon überschritten wurde. Die territoriale Integrität der Ukraine wurde zum wiederholten Male von Russland überschritten. Und somit handelt es sich um einen erneuten Bruch des Völkerrechts, einen, der tiefgreifende Konsequenzen haben muss. Und deshalb, Herr Hoppe hat es eben schon in gewisser Weise angekündigt oder gesagt, deshalb begrüße ich die Ankündigungen der USA und der EU, massive Sanktionen zu verhängen. Und auch der Stopp der Zertifizierung von Nord Stream 2 halte ich angesichts dieser Umstände ebenfalls für wirklich sehr richtig. Und ich glaube, Herr Scheller war es eben schon, der sagte, von wegen, der Westen muss hier einfach geschlossen handeln, um weitere aggressive Schritte Russlands zu unterbinden. Und das ist meines Erachtens wirklich das Wichtigste, dass wir jetzt gut abgestimmt sind, dass es insofern kein Vorpreschen gibt oder wie auch immer, sondern dass es wirklich halt um ein geschlossenes Auftreten geht. Und jeder, der gestern die fast einstündige Fernsehansprache von Herrn Putin gesehen hat, der weiß, die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken war nur ein erster Schritt. Der Auftritt gestern kann nur als eine Aneinanderreihung wilder und fragwürdiger Thesen, geprägt von einem gekränkten Stolz auf die vergangene Größe Russlands, beschrieben werden. Also ich könnte jetzt einige Zitate noch wiedergeben, aber im Grunde genommen sollte es sich wirklich jeder mal selber angehören, was er da gestern wirklich von sich gegeben hat. Also es ist wirklich schon nicht mehr nur mit einem Kopfschütteln getan. Also diese ausgeführten Rechtfertigungen von Herrn Putin sind, wie gesagt, weit über das hinaus, was notwendig wäre, um ein limitiertes Eingreifen im Donbass zu begründen, dargestellt werden. Gut, Ihre Frage, was kann man an dieser Stelle noch tun, um zu deeskalieren? Ich glaube, dass in diesem Augenblick wirklich Abschreckung durch die massiven Sanktionen die einzige Option der russischen Aggression entgegenzutreten darstellt. Denn, ja, Herr Hoppe hat es eben beschrieben, wir wissen es nicht, was letztendlich, aber auf der anderen Seite, was sollte es sonst sein? Was bleibt uns noch für Möglichkeiten, außer halt insofern wirklich ganz kräftige Sanktionen auf den Tisch zu legen, andererseits aber immer wieder das Gesprächsangebot zu signalisieren und entsprechend natürlich halt unsere NATO-Partner ja weiterhin entsprechend zu verstärken. Verteidigungsministerin hat es angekündigt, dass notfalls noch weitere Truppen nach Litauen verlegt werden. Also von daher, da müssen wir halt wirklich ja, Gewehrbefuß leisten. Ja, als nächstes spielt natürlich auch noch die NATO eine wichtige Rolle. Auch hier muss natürlich stärker geredet werden, beispielsweise über Rüstungskontrollabkommen, vertrauensbildende Maßnahmen, einfach eine entsprechende Transparenz. Von daher, da können wir sicherlich auch noch etwas mehr tun. Aber ja, was letztendlich wirklich die entsprechenden wirklich wirksamen Mittel sind oder sein werden, dafür fehlt wirklich in der Tat die Glaskugel. Ich stelle es einfach mal auch in den Raum, was ich bisher noch wirklich sehr wenig vernommen habe, ist, dass es auch Gespräche mit China gab. Denn ich denke, der Einfluss der Chinesen, also der Einfluss Chinas auf Russland ist auch nicht unwesentlich. Also auch da, meine ich, könnte man vielleicht von Regierungsseite noch mal mehr Dynamik halt im Sinne der Gespräche herbeiführen, bis hin auch zu der Frage, die der Sanktionen auch meines Erachtens auch bei den Vereinten Nationen geklärt werden müsste. Denn es war halt eben sehr schön oder interessant zu hören, dass die Oligarchen schon ihre Luxusjachten in andere Gewässer bringen. So ist es aber ja auch bisher schon mit den Konten geschehen. Also von daher denke ich, wir müssen da auch langsam drüber nachdenken, diesen Rahmen wesentlich größer zu fassen, um entsprechend noch mehr Druck dadurch auch bewirken zu können. Das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank, Herr Scheller. Herr Hoppe, möchten Sie was ergänzen? Ja, ich würde noch, können Sie mich hören? Ja. Gerne. Okay. Vielleicht nur eine Sache auch nochmal, um den Bogen zu meinen Sanktionsaussagen zu ziehen. Ich sehe die Gefahr gerade, da kann Herr Scheller vielleicht auch noch mehr dazu sagen, zu diesen taktischen Dingen, aber wir haben jetzt auch, also kurz vor unserem Treffen hier, hat Putin eine kleine Pressekonferenz gegeben, wo er also
gesagt hat, das Problem könnte ganz schnell gelöst werden, wenn also drei Bedingungen erfüllt sind, nämlich die Ukraine erkennt die Krim als russisch an, es erklärt sich neutral und es entmilitarisiert sich vollkommen. Was natürlich drei Forderungen sind, die nicht erfüllbar sind. Und zudem hat er gesagt, dass also die erweiterten Grenzen des Donbass anerkannt wurden. Und aber ob Russland dort vorrückt, das ist, lässt er offen. Das heißt, was die Gefahr besteht darin, dass Russland jetzt alles im Wagen lässt, ja, und das auch so kommuniziert, aber insgeheim Truppen vorschickt, also eine Salamitaktik macht. Und ich habe die Angst, dass sozusagen, wenn wir uns zu Sanktionen entscheiden, wir auch eine Salamitaktik bei den Sanktionen machen, was ganz gut in die russische Strategie passen würde, denn umso länger wir über Sanktionen diskutieren, umso mehr interne Kritik wird an den Sanktionspaketen aufkommen. Das heißt, auf Zeit spielen bei den Sanktionen wäre meiner Meinung nach kontraproduktiv, wenn es jetzt um Abschreckung geht. Das heißt, sollte man sich für Sanktionen entscheiden, sollte man ein möglichst großes Paket schüren und das klar kommunizieren, und möglicherweise auch an vielen verschiedenen Punkten sanktionieren. Weil wenn wir sozusagen tröpfchenweise vorgehen, besteht die Gefahr, dass das nicht so sehr wehtut und den Zweck letztendlich verfehlt. Soweit nur von mir. Ich würde dazu auch was sagen. Ja. Gerne. Also ich stimme da in großen Teilen zu. Also erstmal ist dieser Befund, wer redet, schießt nicht, das halte ich für hochgradig naiv. Also das es entspricht nicht der Realität. Man kann beides gleichzeitig tun. Und das wird uns auch im Endeffekt derzeit vorgeführt. Zu den Sanktionen, da stimme ich Herrn Hoppe auch zu. Wenn man das als direktes Mittel, um gewissermaßen die Handlungen Russlands zu beeinflussen, wählt, dann sollte man es auch schnell und stark wählen. Ansonsten ist ganz klar, dass Sanktionen eben kein Sprint, sondern Marathon sind. Und selbst bei einem Marathon, man danach nicht genau sieht, wie sind wirklich jetzt die Wirkung gewesen, das hat der Europa ja schon ausgeführt. Wir dürfen uns nicht einfach, ob des Wissens, dass uns die anderen Mittel fehlen, die Sanktionen irgendwie als Allheilmittel dann vorstellen. Ja, das ist natürlich auch naiv. Also so einfach ist es nicht. Wenn man ehrlich ist, ich glaube, das war auch eine Frage im Chat, wodurch Putin beeinflusst wird. Also das Volk ist sehr leidensfähig und, sage ich mal, durch die Propaganda auch ganz stark in eine Richtung getrieben. Da ist eigentlich klar, dass die Bruchlinien in unserer Gesellschaft, auch wenn wir natürlich ökonomisch viel stärker sind, dass die Bruchlinien viel, viel stärker aufbrechen werden. Und wenn Oligarchen sanktioniert werden, dann ist das, glaube ich, das Letzte, was Putin stört. Also gewissermaßen sind unsere Mittel jetzt tatsächlich relativ begrenzt, würde ich sagen. So kommt es mir zumindest vor. Vielen Dank, Herr Scheller. Uns hat viele Fragen erreicht. Vielen Dank an unser Publikum. Ich würde gerne das Thema Sanktionen kurz nochmal ausführen. Frau Zaritova schreibt uns und fragt, also Sanktionen sind gut, können vielleicht eine weitere Eskalation vermeiden, aber die territorielle Integrität Georgiens und der Ukraine werden dadurch nicht wiederhergestellt. Müssen diese Länder das also akzeptieren und hoffen, dass es nur bei diesen Regionen bleibt? Frau Verhege, Herr Hoppe, bitte antworten Sie gerne, okay. Herr Hoppe. Also das ist ja keine, und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man die ukrainische und georgische Gesellschaft auch ernst nimmt. Das sind ja keine technischen Fragen.
Also ob da Territorien anerkannt werden, abgestoßen werden oder einfach vergessen werden, so funktioniert das ja politisch nicht. Und das Problem ist, wenn wir also die Vergangenheit ernst nehmen, ist es so, dass es schwierig bis unmöglich ist, diese anerkannten, also von Russland anerkannten de facto Staaten oder jetzt auch die Krim zurückzubekommen. Also das sind auch historisch super seltene Vorgänge, dass sowas in absehbarer Zeit wieder zurückkommt. Gleichwohl kann man das natürlich nicht einfach abschreiben. Also hier geht es ja auch um bestimmte Prinzipien, die völkerrechtlich bestehen, auf die man sich geeinigt hat. Und man kann diese Prinzipien ja nicht einfach ignorieren und sagen, jetzt gilt auf einmal das Recht des Stärkeren. So viel vielleicht dazu. Ich meine, in die Frage spielt ein bisschen rein, warum hat Putin jetzt eigentlich diese Republiken anerkannt? Es ist ja eigentlich ein ziemlich kontraproduktiver Schachzug von ihm, sollte er jetzt in diesen Republiken bleiben, weil er hat kein Minsker Abkommen mehr, mit dem er die ukrainische Politik beeinflussen kann. Also warum hat er sie anerkannt? Meine Antwort wäre eben, er hat sie nur anerkannt, um einen Ausgangspunkt zu haben, um neue Fakten in der Ukraine zu schaffen. Und das bedeutet, dass er militärisch in irgendeiner Form weiter aktiv werden muss. Und das macht auch die Situation so gefährlich. Aber anerkennen kann man, also weder Ukraine noch Georgien wird diese Gegenden jemals sozusagen als verloren ansehen, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und das wäre auch nicht ratsam. Und das würden die politischen Akteure innerhalb Georgiens und der Ukraine auch politisch sozusagen nicht überleben, wenn sie so argumentieren würden. Ja. Vielen Dank. Frau Vierecke, müssen Sie ergänzen? Im Grunde genommen nicht. Das hat Herr Hoppe wirklich sehr gut ausgeführt. Und im Endeffekt, es ist im Grunde genommen aktuell. Ich meine, dass die Krim nun halt in russischer Hand geblieben ist, das haben wir die letzten 8 Jahre erlebt. Und auf der anderen Seite wird es auch sicherlich, so traurig es ist, davon abhängen, wie sich jetzt sozusagen der Kampf um die Gebiete fortsetzen wird. Also so traurig das zu sagen ist, aber aktuell fehlt mir da in der Tat wirklich auch die Vorstellung, wie die Ukraine sozusagen die Gebiete ohne Gewalt zurückbekommen sollte. Dankeschön. Herr Scheller, die nächste Frage würde ich Ihnen stellen. Und zwar, es geht um die Aufnahme der Ukraine in die NATO. Sehen Sie das realistisch? Und unser Teilnehmer fragt, wie würde sich eine Aufnahme der Ukraine in die NATO auf die Situation im umkämpften Osten und auf der Krim auswirken? Ja, also die Frage der Aufnahme der Ukraine in die NATO, die stellt sich jetzt wirklich beileibe nicht. Das ist de facto so. Also allein schon aufgrund der Beistandsklausel und aufgrund, also durch vielfältige Gründe, würde es niemals zu einem einstimmigen Beschluss der NATO-Mitgliedstaaten kommen, die Ukraine aufzunehmen. Also das fände ich auch politisch sehr unklug. Im Endeffekt wäre das ein eskalativer Akt in der Lage, auch in dem man sich dann natürlich auch fragen muss, dann haben wir wirklich die Konfrontationsstellung entweder zweier Nuklearmächte, dann sind wir in einem Weltkrieg, oder die NATO würde in ihrem wirklich tiefsten Sinn obsolet, wenn sie die Beistandsklausel nicht mehr auch aufrechterhielte. Also das ist sicherlich, so schwer das auch ist für manche Ukrainer, das ist völlig gegenläufig zu den derzeitigen Interessen der NATO-Mitgliedstaaten. Kurze Rückfrage und Zwischenfrage. Sie haben gesagt, niemals
Meinen Sie niemals, solange Krim besetzt ist oder niemals in der in den nächsten Jahren, weil wir kennen so ein Dokument von Summit 2008 von Bukarest, in dem steht, Georgien und die Ukraine werden Mitglieder von der NATO werden. Tatsächlich, es wurde keine konkrete Zeit ernannt. Also ich bin jetzt erstmal von niemals, da meine ich jetzt, ich kann mir das jetzt niemals vorstellen. So, ich kann mir das jetzt überhaupt nicht vorstellen. Ich wage keine Prognosen über Jahrzehnte oder noch längere Zeiträume hinweg. Aber ich muss mir vorstellen, und selbst das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Es wird dann öfters von der Finnlandisierung gesprochen, ja, also dass man gewissermaßen auch im Pufferbereich zwischen den Einflusssphären von Großmächten etabliert. Man muss allerdings aufpassen, wir haben die wirklich auch die Souveränität von Staaten einerseits. Das ist halt unsere auch westlich geprägte und mehr als begründete und immer wieder notwendigerweise hochgehobene Debattenkultur. Und dann haben wir natürlich, die auch natürlich normativ geprägt ist, aber der sich ja, für die sich auch Staaten dann selber auch entscheiden. Und dann haben wir natürlich im Endeffekt diesen puren, auch realpolitisch sehr kalte Herangehensweise von Denken in Einflusszonen, der natürlich jetzt auch Putin weiterhin anhängt. Und wir müssen aufpassen, dass wir, wenn wir irgendwann mal in der fernen Hoffnung, dass die Eskalation irgendwann wieder zurückgeht, über eine wie auch immer geartete europäische Sicherheitsarchitektur sprechen, dass sich die unterschiedlichen Realitäten und worüber wir eigentlich sprechen, vielleicht irgendwie auch zusammenfügen lassen. Weil sonst sind wir im Endeffekt in einem dauerhaften Konfliktzustand, der sich für mich jetzt auch zumindest so partiell auch ein bisschen ankündigt, wenn ich sehe, dass auch sehr viele russische Truppen in Belarus sind. Das ist derzeit kein souveräner Staat in dem eigentlichen Sinne mehr. Auch in Kasachstan sind russische Truppen. Also da muss man wirklich aufpassen, auch wo das langfristig hinführt. Sehr gerne. Ja, vielleicht nur als Ergänzung. Also einerseits denke ich, ich stimme allem zu und ich halte es auch nicht für schlau und sozusagen jetzt als irgendwie Racheakt die Ukraine ad hoc in die NATO aufzunehmen, das wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Und man sollte nicht vergessen, in diesen Anerkennungs- und Freundschaftsdokumenten, die gestern unterschrieben wurden zwischen den selbsternannten Volksrepubliken und Russland, ist die Möglichkeit vorgesehen, russische Militärbasen in diesen Gebilden zu errichten. Ja? Und wenn das passiert, dann ist natürlich das ist natürlich problematisch für jegliche Bündnisfähigkeit der Ukraine, solange das als ukrainisches Territorium gesehen wird von den Ukrainern selbst. Und das wird also die NATO nicht machen. Insofern hat Putin da schon Fakten geschaffen, de facto, was eine Mitgliedschaft oder Nichtmitgliedschaft der NATO angeht. Das ist das eine. Und das andere, was ich gerne noch sagen würde, ich glaube, es ist wichtig, die Chronologie richtig zu kriegen. Also bis 2014 war die Ukraine mehr oder weniger ein neutrales Land. Es gab sogar Gesetze, die die Neutralität vorgesehen haben. Mittlerweile ist es richtig, steht die NATO-Mitgliedschaft als Fernziel in der ukrainischen Verfassung. Aber das ist eine Reaktion auf die Ereignisse von 2014. Und wir haben halt einfach den Umstand, dass wir zwei Wahlen hatten nach 2014. Und in beiden Wahlen sind also Akteure haben die Wahlen gewonnen und regieren, die sich für dieses Ziel aussprechen. Das heißt, es ist nicht nur eine Sache von NATO und Russland, sondern ein, ja, wie man es will, stabilisierender oder destabilisierender Faktor sind auch die politischen Kräfte innerhalb der Ukraine. Und das sollte man beachten und gleichzeitig ist das beunruhigend, weil das würde aus russischer Sicht bedeuten, dass man also tatsächlich nur dem Problem Herr wird, wenn man sowas wie Regime Change oder erzwungene Neutralität
oder irgendwas macht. Und das macht meiner Meinung nach die derzeitige Situation auch so gefährlich, vor allem für die Ukraine selbst. Okay, eine weitere sehr interessante Frage bezüglich russische Propaganda in Donetsk und Luhansk. Wir alle haben auch die Menschen gesehen, die halt gefeiert haben, dass Präsident Putin diese sogenannte Volksrepubliken anerkannt hat. Unsere Zuschauerin fragt, wie kann man das beurteilen, dass sogar Feuerwerks gestern anlässlich der Anerkennung gab? Und worauf hoffen diese Menschen? Ist das ein Ergebnis der russischen Propaganda? Ich würde einfach mal beginnen und dann ergänzen die beiden Herren. Ich glaube nicht mal, dass das ein Ergebnis der russischen Propaganda ist, sondern die pro-russischen Separatisten finden dieses Ergebnis nun wirklich toll. Ich meine, es ist angesichts dessen fragwürdig, dass sich quasi Stunden vorher noch dargestellt wurde, wir werden quasi gerade hier von Panzern der Ukraine überrollt und wenige Stunden später zündet man Feuerwerkskörper und freut sich, dass Russland jetzt sozusagen die Region besetzt hat. Aber ich glaube, ausgerechnet bei diesen Bildern in der Tat, dass die mal nicht gefaked waren, sondern wirklich echt ist. Denn auch gestern Abend noch in den öffentlich-rechtlichen Medien wurden ja auch diverse, Menschen in den Fußgängerzonen befragt. Und auch da gab es ja wirklich auch Stimmen, die gesagt haben von wegen, jawohl, wir sind Russen und wir gehören weiterhin zu Russland. Also von daher glaube ich da, dass die in der Tat echt waren. Herr Hoppe, möchten Sie kurz ergänzen? Ja, also ich weiß jetzt nicht exakt, auf welche Bilder sich die Frage bezieht. Mein Eindruck ist aber, dass das nicht durch die Bank weg als gute Sache, also dass die Ereignisse derzeit weder in den sogenannten Volksrepubliken als auch in Russland mit großer Euphorie begrüßt werden. Also das glaube ich nicht. Und sollte die Kalkulation Putins sein, dass es sowas wie einen Krim 2.0-Effekt gibt, dann denke ich, wird das nicht passieren. Denn das ist sehr unpopulär, in irgendeiner Form die russische Armee in der Ukraine einzusetzen. Und ich habe gestern auch Bilder gesehen von vermeintlichen Menschengruppen, die also in Donetsk gefeiert haben sozusagen, aber das waren A, sehr kleine Gruppen und B, also kann ich jetzt auch nicht verifizieren, ob die dorthin gestellt wurden oder nicht, aber das war sehr überschaubar und ich denke, man kann hier nicht davon reden, dass das sozusagen große Euphorie auslöst. Ganz im Gegenteil, heute kam also, man hat anscheinend Funksprüche abgefangen und Handytelefonate von den Donetsker und Luganskier Eliten, die sich darüber beschweren, dass sie von der russischen Seite benutzt werden und Anordnungen bekommen, sozusagen eigene Autos und Fahrzeuge in die Luft zu jagen. Das heißt, es gibt da auch Spannung innerhalb dieses Verhältnisses zwischen Eliten in Donetsk und Lugansk und der russischen Führung sozusagen. Also das muss man alles mit Vorsicht genießen, weil es ist unsicher. Aber es ist nicht so, dass das auf einer breiten Euphoriewelle passiert, was da gerade zu sehen ist. Vielleicht ich noch ganz kurz. Ich kann mir auch also spekulativ jetzt zu sagen, ob die Bilder echt sind oder nicht, zumindest was man, ich weiß es nicht, aber kann mir das durchaus vorstellen. Aber ich glaube auch, das ist nicht die entscheidende Frage, ob im Osten das auch auf teilweise gesellschaftliche Zustimmung stößt, sondern das eigentlich entscheidend ist, dass damit die Minsker Abkommen einseitig aufgekündigt wurden und das einen radikalen Völkerrechtsbruch darstellt. Okay, vielen Dank.
Noch eine Frage haben wir, und zwar, welche Möglichkeiten der Reaktion für den Westen sehen Sie für den Fall einer Invasion Russlands auf das weitere Staatsgebiet der Ukraine? Soll Europa wieder bei Sanktionspolitik bleiben? Frau Fjäge? Ja, ich hatte es ja vorhin schon ausgeführt. Was haben wir ansonsten für Möglichkeiten? Ich meine, selbstverständlich kann man nochmal darüber das Stichwort Defensivwaffenlieferungen an die Ukraine nachdenken, im Sinne von, ich sage einfach jetzt mal Transportmöglichkeiten, oder wir hatten eben schon gesagt, wir stellen Logistik als aber auch Sanität zur Verfügung. Wir können auch im Sinne sicherlich auch in unserem Land noch mal mehr zur Verfügung stellen, also für verwundete Soldaten will ich damit sagen, dass man halt in diese Richtung nachdenkt. Aber ansonsten, also zum jetzigen Zeitpunkt sind insofern meines Erachtens wirklich die Sanktionen der Punkt. Und genau wie wir auch schon vorausgearbeitet haben, sie müssen mit aller Härte und so schnell wie möglich kommen, dass es halt insofern Russland, / Putin, wirklich wehtut. Also wie schon von einem oder anderen angedacht, die Sanktionen der kleinen Schritte halte ich hier auch für überhaupt nicht angemessen, sondern im Grunde genommen muss meines Erachtens da jetzt wirklich echt ein richtiger Wumms erfolgen. Dankeschön. Herr Hoppe, wie stark trägt das populäre Argument, dass die Aggression Russlands Putin dazu dient, von innenpolitischen Schwächen abzulenken, zum Beispiel angesichts der hohen Inflation in dem Land? Was würden Sie dazu sagen? Ich glaube, derzeit kann man diese Verbindung schwer ziehen. Also sozusagen eine direkte Linie von den wirtschaftlichen Problemen zur außenpolitischen Aktion. Das sehe ich jetzt nicht. Und warum ich das nicht sehe, ist auch, weil einfach nicht damit gerechnet werden kann, dass es diese Euphorie gibt, egal was man da jetzt im Donbass oder in der Ukraine macht. Also man hat damals nach 2014 von diesem sogenannten Krim-Effekt gesprochen, der auch wirklich da war. Also die Ratings gingen bis auf 80-90% hoch für Putin. Und das ist derzeit einfach nicht abzusehen. Und die russische Führung weiß das auch, weil sie sehr feinteilige soziologische Untersuchungen jede Woche macht darüber, wie die russische Bevölkerung denkt, sozusagen. Also diese direkte Ablenktaktik, die sehe ich jetzt nicht. Ich denke eher, dass der Zeitpunkt sozusagen mit vielen Faktoren in der internationalen Politik zusammenhängen und mit Macht, also mit Regierungswechseln, die auch in Deutschland passiert sind, mit der Situation der USA und mit einer Einschätzung, dass das jetzt, also aus russischer Sicht, eine gute Situation wäre, das zu starten. Richtig ist aber, dass die Situation der russischen Wirtschaft alles andere als gut ist und dass natürlich, je härter die Sanktionen ausfallen, die jetzt getroffen werden, desto problematischer das auch für die russische Wirtschaft sein wird. Das würde ich schon sagen. Aber diese direkte Verbindung sehe ich nicht. Im Chat war noch eine Frage zu den Eliten um Putin und wie die das finden. Soll ich die auch gleich? Sehr gerne. Ja, okay, dann haben wir die weg. Also die Frage war, wie fest Herr Putin im Sattel sitzt. Dazu vielleicht nur, also ich war auch erstaunt. Ich empfehle wirklich jedem, sich dieses Sicherheitsrats-Meeting gestern anzuschauen. Eine Sache, die wirklich bemerkenswert war, der Auslandsgeheimdienstchef Naryschkin wurde mehr oder weniger öffentlich vorgeführt. Also die Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Das ist also nicht irgendein, ich übertreibe jetzt, Kulturminister, sondern das ist der Auslandsgeheimdienstchef. Und das
ist, in diesem Meeting hat man regelrecht gesehen, dass alle im Raum, dass nicht alle im Raum diese Entscheidung mittragen. Das war den Leuten sozusagen physisch anzusehen. Sie haben es natürlich formal mitgetragen, aber das ist keine populäre Entscheidung. Und wenn man Lavrov, also den Außenminister, noch vor 3 Jahren in Interviews sieht, selbst noch vor 2 Jahren, dann sagt er, was wäre gewonnen mit einer Anerkennung der Volksrepubliken? Dann würden wir den Rest der Ukraine verlieren. Also das war ein Lavrov-Zitat. Und das ist also nicht populär, was gerade passiert. Und es gibt trotz des Zustandes der russischen Wirtschaft jede Menge Akteure, die sehr viel zu verlieren haben gerade. Gerade wenn es darum geht, dass Exportmärkte für russische Unternehmen wegbrechen oder der Zugang zu Technologie. Und auch hier wieder die Frage, überträgt sich das sozusagen in Unzufriedenheit mit der Führung? Und gibt es Alternativen? Ja, bei der Frage der Alternativen bin ich eher pessimistisch. Ich glaube nicht, dass sich Politiker auftun oder jetzt aus der Deckung kommen. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass das mittel- bis langfristig eine hochproblematische Sache für Putin sein wird. Das ist jetzt Spekulation. Wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Aber das ist nicht populär und das ist auch nicht förderlich für seine, wird nicht förderlich sein für seine Zustimmungswerte und für den Elitenzusammenhalt. Da bin ich mir recht sicher. Frau Wiege, möchten Sie das ergänzen, die Antwort von Herrn Hoppe? Nee, ich habe mich nur eben gerade gefragt, ob Herr Putin überhaupt Zustimmungswerte braucht. Also man hat ja einfach den Eindruck nach dieser gestrigen Rede, dass der im Grunde genommen wirklich nur sich selbst letztendlich noch ernst nimmt und alles andere komplett ausblendet. Und wer da derjenige sein soll, der sich in Anführungsstrichen wirklich traut, sich ihm gegenüberzustellen, also auch gerade aus der eigenen russischen Bevölkerung. Also fällt mir jetzt spontan aber auch keiner ein. Und naja, es ist halt, wie gesagt, in der Tat auch die Frage, wie lange, also wir haben eben gesagt, ob diese Bilder nun gefaked waren oder ob sie echt waren. Nichtsdestotrotz, ich sage mal, man hört ja eher wenig wirklich von der russischen Bevölkerung, aber wie lange, wir haben auch gesagt, von wegen, sie sind wirklich sehr zäh, sie sind sehr leidensfähig, aber wie lange würden sie das wirklich überhaupt dann auch mittragen, bis sich da auch entsprechende, ich sage mal, im Sinne Revolutionsmärsche etc. Auftun? Es wäre vielleicht auch noch die Frage, wenn denn das dann tatsächlich käme, inwiefern bleibt dann auch die Situation in Belarus so, wie sie aktuell ist, oder könnte man auch da vielleicht mit rechnen, dass es zu weiteren Überlegungen kommt, nochmal die Revolution sozusagen herbeizuführen. Also natürlich, wie gesagt, es ist alles, was wir momentan machen, Glaskugel. Am liebsten wäre es uns wirklich auch am allen, glaube ich, wenn der Putin wirklich morgen sagen würde, okay, ich habe es geschafft, ich habe die Aufmerksamkeit der Welt auf mich geleitet. Wir haben ganz tolle, wunderbare Übungen durchgeführt und nun fahre ich wieder nach Hause. Ich glaube, da würden wir wirklich alle wirklich tief durchatmen. Aber da sind wir uns sicherlich einig, dass das so nicht kommen wird. Aber was nun kommt, es ist wirklich ja, vom Schlimmsten zu befürchten, bis hin, dass es sich halt auch ziemlich lange ziehen kann. Aber Endeffekt wissen, tun wir es alle nicht. Würde ich auch noch eine Sache anschließen. Also ich stimme dem zu, dass, also wir haben jetzt wirklich das Schwere nicht hinter uns, sondern vor uns. Und entscheidend ist auch, dass wir unsere Gesellschaft darauf vorbereiten. Und dafür, glaube ich, entscheidend ist, wenn wir wirklich eine resiliente, sage ich mal, normativ gefestigte Gesellschaft in der Frage wollen, dann müssen wir uns auch wirklich auch bis ins letzte Detail ehrlich machen. Im Krieg, sagt man ja, geht die Wahrheit immer als erstes verloren. Und das sieht man bei vielen russischen Aktionen. Aber wir müssen ganz da wirklich korrekt sein. Und zum Beispiel, ich bin auch der Meinung, dass es diese Unterschiede zwischen Defensiv- und Offensivwaffe nicht gibt. Also der Lauf der Historie hat ja gezeigt, oder der Kriegshistorie zumindest, wenn man sich Flak 88 anguckt im Zweiten Weltkrieg, dass Waffen ganz unterschiedlich missbräuchlich auch verwendet werden. Das heißt, wenn wir da trotzdem mit gefestigten Überzeugungen und transatlantisch und europäisch abgestimmt zu Positionen kommen, die natürlich
immer versuchen, deeskalativ wirkend, aber trotzdem unserer Verantwortung gerecht werden, dann glaube ich, dann haben wir trotzdem, haben wir ja eine gute Position und auch gute Chancen, in die Zukunft zu blicken. Vielen Dank. Herr Schiller, ich komme noch zu dem Thema, was oft auch seitens Russland thematisiert wird. Und Russland behauptet, die NATO sei auf Russlands Angebote zur Deeskalation nicht eingegangen und ihr Versprechen, sich nicht nach Osten auszudehnen, gebrochen hat. Gab es überhaupt so ein Versprechen? Und denken Sie, dass die NATO und die Europäer Russland provozieren? So. Also das ist ja wirklich eigentlich diese historisch jüngste Debatte. Da streiten sich auch die Historiker drüber, ob es dieses Versprechen gab. Und zumindest an meinem Kenntnisstand ist es so, dass das ja schriftlich nicht der Fall ist. Was dann mündlich irgendwelche Hoffnungen, Erwartungen geäußert wurden, die sich dann auch natürlich Politik und Positionierung verändern sich ja auch im Laufe der Dekaden, vielleicht dann doch weiterentwickelt haben. Das kann ich nicht final einschätzen, da wäre der Hoppe vielleicht dann nochmal richtig zu fragen. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass wir ja vor langer Zeit die Rede Putins im Bundestag hatten, als er wirklich auch beklatscht wurde und selber noch eine ganz andere Position hatte. Und ich glaube, wenn man es in den größeren Zusammenhang einordnet, trägt der Westen selbstverständlich auch eine Mitverantwortung für diese Entfremdung. Ja, ich glaube, das gehört dann auch zu der Ehrlichkeit dazu. Allerdings, jetzt kann ich mich nicht mehr auf genau an den Wortlaut erinnern, also das, die Aggression, die sehe ich jetzt auf jeden Fall zumindest im Laufe der letzten Jahre definitiv nicht, solange ich das politische Geschehen beobachte. Herr Hoppe, möchten Sie kurz ergänzen? Vielleicht ganz kurz. Also ich sehe das genauso. Die Debatte ist jetzt wieder ein bisschen aufgeflammt und es wurden neue Dokumente gefunden. Ich glaube, in britischen Archiven, wo also Protokollnotizen aufgetaucht sind, wo also Überlegungen waren, dass man die NATO nicht ausdehnt. Aber die haben es sozusagen in keinen Vertrag geschafft. Und ich meine, alles, was wir haben international, sind Abmachungen, Verträge, Protokolle zwischen Staaten. Und in keinem dieser Verträge, Abmachungen steht sozusagen das, was jetzt also rausgeholt wird auf russischer Seite. Im Gegenteil, Russland hat NATO-Erweiterungen abgesegnet. Es wurden Institutionen geschaffen, um exakt zu koordinieren, dass es nicht zu militärischen Zwischenfällen kommt und so weiter. Also wie gesagt, es gibt da legitime Sicherheitsinteressen, die man bilateral, multilateral koordinieren und regeln kann. Und es gibt sozusagen eine unilaterale russische Agenda, dass man das nutzt, um das Rad zurückzudrehen. Und ich meine, es ist für jedes globale Bündnis unmöglich, die eigene Existenz auf das Jahr 97 zurückzudrehen, wie das jetzt eben gefordert wurde letztes Jahr, also im Dezember. Ja, die Forderungen Russlands laufen darauf hinaus, dass man sich auf die NATO, den NATO-Zustand von 1997 zurückzieht. Und das ist einfach, das ist unannehmbar. Das kann man nicht machen. So einfach ist das leider, aber so schwierig auch. Ja. Dankeschön. Wir sind fast über die Zeit. Ich möchte eine letzte Frage stellen. Diese Frage hat uns Herr Gorobtschuk geschickt. Und diese Frage möchte ich euch allen halt stellen. Was könnte der kollektive Westen tun, um aus einer reaktiven in eine aktive Position zu kommen, wenn es um die Bedrohung für die europäische Sicherheitsarchitektur angeht, wenn es die Krisen angeht, die in Europa entstehen können? Frau Vierecke. Ähm,
Was kann der Westen tun? Also zum einen müssen wir vielleicht mal darüber nachdenken, dass die Institutionen, die wir haben, zu überprüfen, ob sie insofern wirklich noch zeitgemäß und auch reaktiv sind im Sinne auch von schnell. Wenn ich beispielsweise an die OSZE denke, da ich glaube, dass wir da halt in dem einen oder anderen Gremium auch eine Art Modernisierungsprozess brauchen, um halt auch schneller in den sicherheitspolitischen Fragen abgestimmte Antworten zu erringen. Also da sollten wir vielleicht auf jeden Fall noch mal was tun und halt uns auch im Sinne von einer Taskforce auf zunehmende oder auf kommende Krisen, die man schon erahnen kann, uns halt entsprechend vorbereiten. Also beispielsweise haben wir jetzt heute Abend in der Gesprächsrunde noch nicht einmal das Wort Cyberangriffe in den Mund genommen. Auch das ist ja eine Megaspezialisierung von Russland, die uns auch alle jederzeit überall treffen kann. Und ich denke, dass wir da auch, ich meine, es gibt auch zwar sozusagen die Cyberspezialisten, aber vielleicht kann man das halt auch noch ein bisschen intensivieren und auch weiterdenken. Also dass wir halt insofern einfach besser vorbereitet sind auf mögliche Bedrohungen, die uns ja ereilen können und somit dann halt, wie gesagt, schlagkräftiger auch darauf antworten. Ja, und ich sage mal ganz persönlich hier für uns in Deutschland ist es natürlich ganz dringend erforderlich, dass wir finanzielle Mittel für die Bundeswehr haben, dass wir endlich mal die Ausstattung bekommen, die wir wirklich auch brauchen, um damit dann auf der einen Seite uns selbst natürlich auch entsprechend zu verteidigen, als aber auch unseren Bündnispartnern wirklich halt ein gutes Fundament sind, um sie entsprechend dann halt auch unterstützen zu können. Also das ist sicherlich das Allerwichtigste, was wir halt jetzt aktiv in den nächsten 14 Tagen tun könnten. Vielen Dank, Herr Scheller. Ja, ich glaube, kurzfristig geht da tatsächlich nicht so viel, aber die Krisen werden ja offensichtlich dann auch nicht weniger und da muss man sich zumindest halt langfristig überlegen, wie man sich zumindest befähigt, welchen Werkzeugkasten man sich künftig anlegt, dessen man sich halt in der Vergangenheit oftmals verweigert hat. Und das betrifft tatsächlich vor allen Dingen halt in Deutschland, in anderen Staaten mag es anders sein, die militärischen Fähigkeiten, die einfach uns abhanden gekommen sind, stückweise. Das war auch ein langer Prozess. Entscheidend ist, dass wir die Trendwenden, die jetzt auch schon wieder vor vielen Jahren eingeleitet wurden, konsequent wirklich umsetzen und dass wir uns da auch gewissermaßen nicht unsere Erwartungshaltung und unsere Zieldefinition immer nur nach unten korrigieren, sondern dass wir den Mitteleinsatz einfach entsprechend halt auch wirklich hochhalten und erhöhen. 2%-Ziel ist ein Stichwort. Dann ist natürlich die ganze Integration im europäischen Verteidigungswesen ein Stichwort. Da könnten wir jetzt lange drüber reden, aber das gäbe uns zumindest eine innere Festigkeit, um auch mit einer anderen Position auch in Verhandlungen dann zu treten bei künftigen konfliktären Situationen. Herr Hoppe. Also ich bin da bei Herrn Scheller. Ich glaube, kurzfristig kann man da nicht viel machen. Also viele der Sachen, die jetzt diskutiert werden, sind auch Sachen, die man sinnvollerweise vielleicht Ende der 2000er oder so hätte einleiten können, damit wir jetzt nicht in dieser Situation sind. Was ich denke, was langfristig auf deutscher Seite sinnvoll ist und was passieren wird, glaube ich, jetzt auch aufgrund der jüngsten Vorgänge, dass man sich ehrlich macht, was solche Projekte angeht wie Nord Stream 2. Ich meine, man muss überlegen, das ist ein Projekt, was 2015, ein Jahr nach der Annexion der Krim, auf den Weg gebracht wurde. Also im Nachhinein fragt man sich schon, wie ist das gekommen und was ist schiefgelaufen, ja? Und das dann lange auch behandelt wurde als rein kommerzielles Projekt und die ganzen Dinge, die damit zusammenhängen. Und ich denke, dass jetzt also auch als Reaktion auf diese Krise ein Umdenken einsetzen wird, was solche Kooperationen angeht mit Russland. Möglicherweise auch ein Umdenken innerhalb der SPD, die also historisch begründet eine besondere Einstellung gegenüber Russland hat. Und dass da jede Menge sich ändern wird. Und ich würde das mal zusammenfassen unter ein bisschen mehr strategisches Denken in Deutschland und ein
Zurückschrauben einiger Mythen, die, glaube ich, nicht mehr so stimmen einfach. Ja. Dabei würde ich es belassen jetzt. Vielen Dank. Ja, Hoppe. Wir haben 5 Minuten überzogen. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich bedanken unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Zeit, für Ihre Fragen. Sehr schön, dass Sie dabei waren, dass Sie unsere Podiumsdiskussion aktiv verfolgt haben. Genauso herzlich möchte ich unsere Referentinnen bedanken. Herr Scheller, Herr Hoppe, Frau Fjäge, vielen herzlichen Dank. Und mein Dank gilt auch an Deutschen Atlantischen Gesellschaft, DAG, unsere Dachorganisation. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche Ihnen und uns allen Frieden in Europa. Vielen Dank und auf Wiedersehen.